Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind mit dem Dachzelt unterwegs. Wir stehen hier auf einem schönen kleinen Weingut da vorne. Und ja, wir sind jetzt heute schon den Tag mit den Hunden ein bisschen Gassi gewesen. Waren gerade kurz essen und gleich bauen wir das Zelt auf. Und dann sehen wir mal, was das Wochenende so bringt. Viel Spaß! Hier ist eine Kirschplantage. Die sind zwar noch nicht so gar nicht reif, aber wir haben jetzt hier auf dem Weg hierhin schon einige Kirschbäume gesehen, die komplett rot waren. Hier sind Äpfel. Ne, Birnen sind das, ne? Da sind Birnen. Ja. Ne, das sind alles Birnen hier. Voll die süßen Kirschbäume hier. Hey. Buki, komm mal her. Stell dich mal daneben. Guck mal. Sieht man mal, wie klein die sind. Und die hängen alle komplett voll. So, wir sind jetzt zurück von unserem kleinen Abendspaziergang. Ich stelle jetzt irgendwo die Kamera auf hier und dann bauen wir erstmal das Zelt auf. So, wir haben uns jetzt hier unsere provisorische Bank gebaut. Da vorne liegen ein paar Europaletten. Die haben wir jetzt leider mal uns geliehen, weil wir keine Stühle bei haben. So, ich wollte einmal das Zelt von innen zeigen. Wir schlafen jetzt hier auf Schaffell. Und weil es jetzt schon so warm ist, tagsüber und nachts, auch nur mit Bettdecke und nicht mehr im Schlafsack. Und ich sitze jetzt hier oben schon im Dachzelt. Wir haben gerade eben noch eine kleine Abendrunde gedreht. Ja, Zähne geputzt. Und jetzt geht's ab ins Bett. Gute Nacht, bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Die erste Nacht von diesem Wochenende ist vorbei. Wir haben hier Fenster und Türen geöffnet. Das ist unser Ausblick gewesen. Leider heute ein bisschen bewölkt. Mal schauen, ob sich das noch im Laufe des Tages gibt, aber laut Wetterbericht eher nicht. Ja, die erste Nacht war durchwachsen. Aber das ist sie bei uns immer im Dachzelt. Die Matratze ist erstmal ungewohnt, zu hart. Ihr hört wahrscheinlich, es ist jetzt auch relativ windig gewesen heute Nacht. Hat mich eher weniger gestört, aber ja. Ich habe mich 730 mal umgedreht. Zwischendurch war es sogar ein bisschen zu warm. Wir haben ja einfach nur hier Bettdecke, mehr nicht. Ja gut, hier von unten halt Schaffell, macht auch ein bisschen Wärme. Aber gut. Ein Fuß unter der Decke weg und dann geht's, ne? Wie zu Hause auch.
Wir werden jetzt erstmal frühstücken und dann schauen wir mal, was wir heute den Tag über so machen. Hat angefangen zu regnen. Zwar nur leicht, aber trotzdem. Oh, da ist die Regenwolke. Und da sieht es schon wieder ein bisschen heller aus. Wieder am Stellplatz. Die Hunis haben gerade was zu futtern bekommen. Und ich schlüpfe jetzt erstmal in die guten Wanderschuhe. So, wie ihr seht, ist es jetzt schon wieder relativ dunkel. Die Sonne ist untergegangen. Ich glaube, im letzten Take, was ich gefilmt habe, waren wir im Restaurant. Da waren auch die Teller schon leer gegessen. Es war super lecker. Es gab Spargel mit Nudeln und Tomaten. Ja, wir waren noch eine kurze Runde einkaufen und haben noch kurz Proviant und was zum Frühstück gekauft für morgen früh. Und ja, jetzt haben wir halt noch hier vor unserem Dachzelt auf unseren Europaletten gesessen. Ich glaube, das habe ich gestern schon einmal gezeigt. Hier, da haben wir sie her. Ja, wir haben jetzt auch ein bisschen auf YouTube ein paar Videos geguckt. Jetzt Zähne putzen, auf Klo gehen und dann geht schon wieder ab ins Bett. Weil wir haben schon, ich glaube, wir haben jetzt schon 9:30 oder sowas. Ach, kurz vor 10 sogar schon. Also würde ich sagen, gute Nacht und bis morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Die zweite Nacht ist rum, sie war deutlich besser als die erste. Wir haben jetzt
nicht wie letzte Nacht mit dem Kopf nach da geschlafen, sondern hier mit dem Kopf zum Ausgang. Also hier Ausgang. Und es war besser. Wie ihr hört, ist es immer noch sehr windig draußen. In der Nacht war es auch teilweise sehr windig. Zwischendurch hatten wir schon Angst, dass wir hier abheben. Aber alles gut. Ja, wir sind hier gerade schon am Tee und Kaffee kochen. Die Hundis sind auch schon glücklich. Die hatten schon was zu essen. Und dann schauen wir mal, was wir heute so machen im Laufe des Tages. Im Spätsommer steht eine längere Deutschlandreise mit Dachzelt an. Dafür fehlen uns noch ein paar Dinge. Ich habe mal eine Amazon-Wunschliste zusammengestellt, auf der ich schon einige Sachen hinzugefügt habe, die wir benötigen bzw. für sinnvoll halten. Falls ihr Verbesserungsvorschläge zu der Ausrüstung habt, schreibt mir gerne auf Instagram. Die Wunschliste sowie eine Liste mit bereits vorhandener Ausrüstung und mein Instagram-Konto findet ihr in der Videobeschreibung. Weiter kann ich nie ranzoomen. Mitten im Wald auf einmal wissen. Ja. Hier unten am Bach angekommen und gehen jetzt da vorne wieder hoch, weil da oben der Weg, der war komplett scheiße und hier der Weg ist besser. Die gerade Hochzeitsgesellschaft hier. Machen wir die gerade Hochzeit hier. So, wie ihr seht, ist es mittlerweile schon dunkel. Wir befinden uns gerade hier auf einer kleinen Pipi-Runde mit den Hunden, kurz bevor es jetzt noch ins Bett geht. Wir waren nach der Wanderung noch in einem Restaurant essen.
haben hier auf dem Campingplatz, auf dem Campingplatz eigentlich schon, auf dem Weingut noch ein nettes Pärchen kennengelernt, die auch im Dachzelt schlafen. Haben uns noch mit denen unterhalten. Viele Grüße. Und ja, jetzt geht's ins Bett, ne? Ich würde sagen, gute Nacht und morgen ist schon wieder Abreisetag. Einen wunderschönen guten Morgen. Muss jetzt natürlich genau ein Flugzeug über mir fliegen hier. Aber ich hoffe, man versteht mich trotzdem. So, die letzte Nacht war jetzt die erholsamste. Ich glaube, ich bin bis auf heute Morgen gar nicht aufgewacht. Hier komplett durchgeschlafen. Ja, wir haben es gerade abgebaut, habt ihr schon gesehen. Und jetzt geht's wieder nach Hause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!